Tja, sorry, im letzten Video war das OBS-Fenster leicht verrutscht. Gut. Hier sind wir. Ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, damit es nicht so wieder so länger hat, das Video. Wir werden uns hier eine Lichtung schlagen. Wie man merkt, habe ich wieder einen kleineren Texture Pack installiert, einen 32er wieder. Es ist zwar schön, fotorealistisch zu sein, aber mir hat der Texture Pack auch nicht gefallen. Der letzte. LB war das. Ich habe LB gesucht für einen kleineren, so für 32 oder 64. Keinen gefunden, der aktuell ist. Haben wir noch einen anderen Texture Pack. Texture Pack ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist ja das Spiel selbst. So. Wir werden die Lichtung bauen. So, gut. Ein kleines Häuschen her. Dass wir nicht ganz auf dem Nullniveau sind. Sorry, es hat das, mit das Spiel kurz gehangen sein, aber macht ja nichts. So. Okidok. Fangen wir mit dem Haus an und dann bauen wir es einfach rundherum weiter. Hier fünf Felder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann ist hier wieder die Wand. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann ist hier wieder die Wand. So. Gut. Geht's halt. Leicht die Stiege runter dann. Spielen wir nebenbei Shakes und Fidget. Gut. Bauen wir es aus Oakwood. Die Hütte. Hat schon sehen die gleiche Richtung? Ja, ist egal, oder? Gut. Da werde ich ziemlich versuchen müssen, die Lava wegzubringen. Graben wir mal ein bisschen. Ja. Damit dort ein bisschen die Lava weggraben. Damit die Lava nicht zerstört. Bisschen Sicherheit, aber da genug Lava für ein späteres Nether geht. So,
Da haben wir mal den Rahmen des Hauses gebaut. Jetzt werden wir rundum. Mal drei Felder. Das Dach baue ich aus Cobblestone Stiegen, also Ziel ist, das Haus etwas freistehender zu haben. Gut. Dann wird das Haus eher freistehend werden. Muss ich halt hier aus Cobblestone oder aus Erde, weil man den Turm weitergraben. Tja, mal genug Erde und Zeug. Kann ich schon mal weggraben. Das wird ein kleines Häuschen. So. Gehen wir schlafen, denn es wird schon wieder Nacht. Sprinten wir zum Bett, dann gehen wir wieder zurück. Es heißt, ich freue mich schon. So. Gut. Machen wir es ganz lustig und bauen auf jeder Seite eine Tür ein. Und über die Tür muss ich später bauen. So. Ein Holzhäuschen.
Ich habe schon gesehen, dass da Leute Scheiben einbauen über der Tür. Das hat dann einen Spalt. Ich finde das extrem hässlich. Muss ich hier auch noch, da baue ich einen Durchgang hier einfach hin. So. Mal so bauen und dann tun wir die Fenster platzieren. Hier kommt ein Durchgang her oder ein Abgang. Könnte ich ja schon mal den Fußboden beginnen. Natürlich wieder im Zentrum des Hauses. Das war jetzt mies. Gut, und hier geht es dann runter über eine Slab. Wollen wir hier eine Lampe? Das Gas stört irgendwie. Hier fehlt noch die Wand. So, das ist gut. Da hier der Durchgang dran ist, sieht man zu. Den Durchgang baue ich aus Stein. Wenn ich genug Stein habe. Ja, zu wenig Stein. Vor allem der Weil aus Erde. Kann ich ihn ja nachher ersetzen. Nur, dass das einmal geschlossen ist. Gut. Wenn ich genügend Stein hätte, könnte ich da das Dach beginnen. Aber was willst du machen ohne Gestein? So, da geht's wieder runter in den Tunnel. Mal das Haus begonnen. Soll man noch Fenster platzieren? Gut. Auf der Seite ein kein Fenster.
auf der Seite bauen wir keines. Dann sind da ihr Eckfenster. Halt. Mich um einen Pain zu wenig, oder? Brauche ich selber dann auch so. So, ein bisschen zu wenig Erde. Gut. So, haben wir das geschafft. Jetzt noch eine Lage Holz drauf. Dass da keine Spinne raufkommt. So. Landschaftsgestaltung. Ja, das wird dann meine Holzhütte. So, jetzt brauche ich Steine für das Dach. Die werden wir uns gleich nochmal besorgen. Dann bauen wir das Dach. So, Pickaxe rein und geht. Beginnen wir einfach den Raum oder diese Höhle zu vergrößern. Mal auf. Dort diese Folge eben ein bisschen länger, macht ja nichts, oder? So 64 Steine werde ich circa brauchen. Oder gleich ein bisschen mehr. Wie viele Steine habe ich? Ja, bin ich schon mehr als 64. Schlafen wir runter. So.
und bauen uns erstmal den Kuchen. Kann man ja jederzeit einen neuen backen. So. Ah, das war jetzt falsch. Ah, ne, ich baue es halt ein bisschen flacher. Das Trickfeld an sich im klassischen Sinne haben wir immer schon als nicht gut, weil es einfach zu viel nackte Haut. Also man hätte vielleicht einfach den Druckwerk einfach abändern können, anstatt sie gleich ganz abzuschaffen. Weil sie können nur mal dazu. Aus Diorit kann ich ja leider kein Dach bauen. Warum beginnen wir eben mal mit dem Dach? Schon sehen wir, wie weit wir kommen. So. Gut. Könnte ich aus Diorit den Durchgang bauen? So, noch ein bisschen Dirt, damit wir aufs Dach kommen. So. Mit einem Auswärtsspieler extra am Apostolstab starten, den der Sturm und Sachsbergs Fußballprojekt. Die Schwarz-Weißen wollen 2018 so lange wie möglich vor dem Spiel und auch die Sturm und die Nachhaltige Folie in der Apostel fortsetzen. Perfekt, wir beginnen mit dem heutigen Vormittag. Ja, das sind so die Aussage bei der Elster Sturm. Wie schaut das aus, wenn ich da jetzt das Dach drauf baue? Ja. Schaut nicht so schlecht aus, muss ich halt den Dirt wieder abgeben. Gut. Noch kein Thema sind die beiden Neuverpflichtungen bzw. Heimkehrer Jakob Janscher und Brian Tomoni. Beim Nigerianer fehlt noch das Visum und der Ex-Teamspieler Janscher hat die Schreibarbeiten auf dem Vertragsausdruck für die türkischen Flugnetze vor. Wir hoffen, dass die in 2009, dann schaut es jetzt einmal zurück. Noch ein Glas hier, ein Stück habe ich noch. Aha. Hier. Gut. Macht man es aus Diorit, aus schönem Diorit. Gut. Damit man ein kleines Highlight auch gesetzt haben. Nicht die optimalen Linie, aber wie gesagt, dann müssen wir so schauen, was da an den Formen.
Und jetzt schauen wir, wie das von innen aussieht. Tja. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft verbessert war, bin ich extrem froh. Schaut nicht so schlecht aus. Schaut es von außen aus oder von dem Hügel aus? Ja, kann man so lassen, denke ich. Ja, das ist ein kleines Häuschen. Gut. Beginnen wir mal die Höhle das zu verschönern. Das wird halt ein Lagerraum oder ein Durchgang. Irgendwann wird das ja komplett Cobblestone zumindest sein oder halt anderer Stein. Ich habe den Fußboden weiterbauen. Baue ich dann irgendwann noch ein bisschen Kies rum und ja. Ja, das ist ein Starterhaus, wie es mir gefällt. Gut, keine Steine mehr. Ein bisschen Kies hätte ich. Jetzt machen wir den Fußboden noch fertig, wenn es geht. Thank you.
Ein Baum muss leider noch sterben. So. Die Raumhöhe ist schon ziemlich hoch. Ja, schaut besser aus. Gut. Ja, mir gefällt das so. So, das ist mal diese Folge. Ich werde nächste Folge mich aus der Wüste melden. Ich habe ja Schaufeln gemacht, Eisenschaufeln, und werde Sand mir besorgen. Für Glas. Schau mal, wie es schaut da an. Ja, sieht man halt in den Wald hinein. Ja, gut. Die Folge ist vorbei. Wird immens lange sein, aber es hat sich gelohnt. Wir haben ein kleines Häuschen gebaut. So, gut. Ciao und danke fürs Zuschauen.